Wenn dein Freund diese 10 Dinge tut, ist er ein verkappter Narzisst. Alles beginnt wie im Märchen. Ihr trefft euch und verliebt euch. Du fühlst dich wie das glücklichste Mädchen auf der Welt. Er gibt dir all die Aufmerksamkeit, die er hat. Er überhäuft dich mit Geschenken, führt dich zum Essen aus, bringt dir Blumen. Er ist ein wahrer Prinz. Wer würde solche Aufmerksamkeit ablehnen? Niemand, und so auch du nicht. Du wolltest an wahre Liebe glauben, und er hat sich als derjenige dargestellt, auf den du dein ganzes Leben gewartet hast. Alles passierte so schnell. Er wollte in die nächste Phase eurer Beziehung übergehen und hat dich quasi gezwungen mitzugehen. Er hat dich mit all der Liebe und Aufmerksamkeit geblendet und du dachtest, das ist es, das ist echt. Du dachtest, dass du endlich jemanden gefunden hast, mit dem du den Rest deines Lebens verbringen kannst. Du siehst, so funktioniert ihr Spiel. So locken sie dich in ihre Falle. In Wirklichkeit, wenn du alle Geschenke und Ausflüge außen vor lässt, bleibt dir nichts weiter als ein narzisstischer Blutsauger, der dich aussaugt. Als die ersten Warnsignale auftauchten, hast du sie ignoriert. Du konntest dir selbst nicht eingestehen, dass du auf solch absurde Lügen und leere Gesten reingefallen bist. Er hat alles Mögliche getan, um dich zu blenden. Also hast du seinen dummen Ausreden geglaubt. Du hast an ihn geglaubt, wieder einmal, weil er so überzeugend war. Seine Ausreden haben zu dem Zeitpunkt alles Sinn gemacht. Alles ging auf dieselbe alte Sache zurück. Einige Zeit lang behandelte er dich wie eine Königin, nur damit er sich sicher sein konnte, dass du ihm noch vertraust, sodass er mit seinem kranken kleinen Spiel weitermachen konnte. Das kann Jahre so gehen. Es hängt davon ab, wie stark und bestimmt du bist. Es hängt davon ab, ob du Angst vor ihm hast oder nicht. Es hängt davon ab, ob du deinen Kampfeswillen zusammen mit deinem Selbstbewusstsein und Respekt verloren hast. Unter solchen Umständen zu leben, sollte niemand jemals erleben. Das Leben unter der gnadenlosen Faust eines Narzissten kann dich verschlingen und dich komplett zerstören. Aber sich vor einem zu befreien, kann dir eine zweite Chance geben, jemand anderes zu lieben und die Liebe zu bekommen, die du verdient hast. Sei vorsichtig, wenn du denkst, dass du mit einem Narzissten zusammen bist, und achte auf diese Warnsignale. Erstens, sie entschuldigen sich nie. Sie entschuldigen sich nie, weil sie sich sicher sind, dass sie nichts falsch gemacht haben. Ihnen fehlt das Gespür für die Gefühle anderer. Wenn sie zum Beispiel zu spät kommen und dich auf sie warten lassen, ohne Bescheid zu sagen, werden sie sich nicht entschuldigen, weil sie sich selbst als das Wichtigste der Welt wahrnehmen. Und wenn du auf sie warten musst, dann ist das so. Es ist nicht ihr Problem. Das kann sich in eurer Beziehung auf vielen Arten zeigen, von trivialen Dingen wie ein zu spät kommen bis hin zu ernsteren Dingen. Also achte auf dieses Warnsignal und reagiere rechtzeitig. Zweitens, sie sind von Perfektion besessen. Sie wollen eine Reflexion der Welt sein, die sie sehen. Eine perfekte Welt. Da du in einer Beziehung mit ihnen bist, sehen sie dich als Reflexion ihrer selbst. Also sei nicht überrascht, wenn ein Narzisst versucht, dich in irgendeiner Weise zu ändern. Wie dein Verhalten oder dein Aussehen. Sie werden sogar versuchen, deine Art zu denken zu kontrollieren und deine Sichtweise auf die Welt. Sie werden versuchen, dir ihre eigene richtige Wahrnehmung aufzuzwängen. Sie werden versuchen, dass du etwas verfolgst, was sie als perfekt ansehen. Deine Stimme wird sich schrittweise verlieren, zusammen mit deiner Identität. Du wirst zu etwas werden, was er will, und nicht etwas, was du gerne wärst. Drittens, sie sind sehr charismatisch. So kriegen sie dich. Sie können magnetisch sein. Sie haben viel Energie, die dich verschlingt.
Ihre Energie und ihre Fröhlichkeit blenden dich. Am Ende siehst du nur die Dinge, die sie dich sehen lassen wollen. Das passiert alles am Anfang. Was sie wirklich wollen, ist alle Aufmerksamkeit zu bekommen und sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, was danach kommt. Viertens. Es geht immer nur um sie. Egal in welche Richtung eure Unterhaltung sich entwickelt, sie werden immer einen Weg finden, es in ihre eigene zu lenken. Sie wissen genau, wie sie sich in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stellen können, was ihnen so gut gefällt. Auf diese Weise suchen sie Bestätigung von anderen und erwarten im Grunde Schmeichelungen. Sie werden dich sogar in eine Situation bringen, um sich selbst zu komplimentieren, ohne dass du es merkst. Fünftens, du bist gemacht, um ihnen zu gefallen. Das ist das einzige Ziel deiner Beziehung. Das ist die einzige Sache, die sie von dir wollen, um ihre Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen. Sie werden nie dasselbe für dich tun und zum Beispiel deine Bedürfnisse über ihre eigenen stellen. Sie merken nicht mal, wenn etwas nicht in Ordnung ist, weil es sie schlicht nicht interessiert. Der einzige Moment, wo du den Eindruck hast, dass es ihnen vielleicht einen Hauch interessieren könnte, ist, wenn sie Interesse vortäuschen, weil sie vermutlich etwas von dir brauchen. Sechstens, du kannst dich nicht auf sie verlassen. Wenn dir etwas Schlechtes passiert und du in eine Situation gerätst und du jemanden brauchst, der dich da rausholt, werden sie nicht für dich da sein oder deinen Hilferuf erhören. Sie haben vermutlich etwas Besseres, womit sie sich beschäftigen können. Sich selbst. Wenn du im Grunde deines Herzens weißt, dass die Person, mit der du zusammen bist, dir nicht helfen wird, wenn du sie brauchst, oder du zögerst zu fragen, weil du schon weißt, dass die Antwort Nein sein wird, überdenke deine Beziehung und Vertrauen, ob es das überhaupt gibt. Siebtens. Sie sind meisterhafte Manipulateure. Sie werden dich dahingehend manipulieren, dass du denkst, du seist die Schuldige für alles Schlechte, das passiert. Es ist unmöglich, dass sie etwas falsch gemacht haben, weil sie perfekt sind und du diejenige bist, die Verbesserung benötigt. Das hat auch was mit ihrer Angst vom Verlassenwerden zu tun. Wenn sie dir ständig das Gefühl geben, dass du an allem schuld bist, lässt es sie makellos erscheinen. Und wenn es sie makellos macht, wirst du sie nicht verlassen. Das ist ihre Logik. Und selbst wenn du sie verlässt, werden sie dich in ein schlechtes Licht rücken, um sich selbst als unschuldig darzustellen. Achtens. Ihnen fehlt Empathie. Jegliche Gedanken oder Gefühle, die nicht direkt mit ihnen verbunden sind, interessieren sie nicht. Wenn du also leidest und in deinem Zimmer weinst, aus welchen Gründen auch immer, groß oder klein, sie werden es nicht fühlen. Sie heucheln Interesse vor und gehen auf dich zu, aber sie werden sich bald langweilen und weggehen, weil sie es nicht im geringsten berührt oder etwas mit ihnen zu tun hat. Neuntens. Sie können keine Kritik ab, weil sie denken, dass sie perfekt sind. Sie können Kritik nicht ab, auch wenn es positive Kritik ist, etwas, um ihnen zu helfen, sich zu bessern. Sie werden dich scharf angreifen, weil sie sich angegriffen fühlen. Entweder werden sie dich kritisieren, um es dir heimzuzahlen, und es wird gemeine Kritik sein, oder sie werden ausrasten und eine ganz andere Richtung einschlagen und eine ganze Reihe anderer Probleme thematisieren, die ihr beide unter den Teppich gekehrt habt. Das tun sie nur, um es dir heimzuzahlen. Zehntens. Sie senden permanent gemischte Signale. Sie machen Pläne mit dir und reden über eine gemeinsame Zukunft, aber nichts passiert. Es sind alles leere Worte, die sie vergessen, sobald sie sie gesagt haben. An einem Tag geben sie dir das Gefühl, etwas Besonderes zu sein, und am nächsten verschwinden sie und setzen dich ans Ende ihrer Prioritätenliste. Du fühlst dich wie in einer emotionalen Achterbahn. Vielleicht kannst du es momentan ertragen, aber garantiert nicht viel länger.